Ein wunderschönes Hallo hier zurück bei Far Cry 5 und was soll ich sagen und nicht lügen? Ich habe jemand eingeladen und das ist der Steffen. Oh Gott, das war aber jetzt nicht geplant. Wunder, dass ich da hingeguckt habe. Ja, wenn ihr dürft euch nicht wundern, sollten wir uns doppeln oder ihr Steffen doppelt irgendwie hören oder mich doppelt hören. Wir sitzen in einem Raum und das ist, wir haben hier kein schalldichtes irgendetwas. Und Steffen hat vergessen, seine Tabletten zu nehmen. Auf jeden Fall, ja, kann sein, dass wir uns doppeln oder so. Das tut uns leid, aber wir wollten unbedingt mal zusammen aufnehmen und dann gucken wir mal, wie das so wird. Okay, ja. Ja, ich kann... Oh, Boomer macht gerade sein Geschäft, da will ich nicht zugucken. Was? Hast du gerade gesehen? Das ist witzig. Jetzt guckst du jetzt dabei zu. Der macht da echt da vor die Augen. Ja, das ist witzig, ne? Also, hey! Ey! Du hast einen Haufen geschossen. Du hast auf Boomer geschossen. Nein, ich hab den gar nicht getroffen. Du hast auf Boomer geschossen. Nein, der hat sich bloß erschrocken. Boomer geschossen. Ey, du willst diesen Krieg nicht anfangen. Kann ich dir wehtun damit eigentlich? Nein, gibt keinen Fancy Fire. Okay. Sag mal, wollen wir mal versuchen, den Ballon kaputt zu machen? Ballon? Was für ein Ballon? Na, den S-Ballon. Achso, ja, können wir machen, wenn du mir zeigst, wo der ist. Ja, ich kann dir zeigen, wo der ist. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt eine Schnellreise machen? Reist du dann mit? Denke schon. Okay, dann machen wir mal kurz dahin eine Schnellreise. Das ist gerade alles sehr komisch, muss ich sagen, und ein bisschen seltsam. Ich bin ja eigentlich nicht so der Multiplayer-Spieler. Ich spiele gerne mit mir alleine, aber... Ich spiele auch gerne mit mir alleine. Aber, ich dachte mal, hey, hat sie dich gesagt? Habe ich ja... Ach, Partner ist gespawnt, das ist aber nett. So. So. Ist hier unten, oder was? Ja, da hinten ist er. Weil der Steffen meinte zu mir, ihr wisst ja, ich war ein bisschen sehr gehypt von dem Stephen King Easter Egg hier. Was ist denn das? Ist das ein Stechapfel? Der Steffen hat nämlich noch keinen Stechapfel gefunden. Ja, aber sind nicht. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Na, stechapflich, Stechapflich? Stechapflich? Nee, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall nicht. Jetzt hier der Ballon. Na komm, hier hinten. Und er meinte dann, warum ich den Ballon nicht kaputt gemacht habe. Natürlich will ich den eigentlich nicht kaputt machen, aber es wäre natürlich... Oh nein! Ist nichts passiert! Ja, was soll passieren? Na, dass Pennywise kommt oder so. Genau, und er holt uns dann und das Spiel ist zu Ende. Hast du das Prepper-Versteck da hinten schon gemacht? Welches? Das ist der... Das ist, wie gesagt, dein Spiel. Ja, ich weiß, aber... Deswegen brauchst du mich nicht fragen, ob ich es schon gemacht habe. Wenn du es gemacht hast, habe ich es hier auch gemacht. Ah, okay, jetzt... Ja, okay, verstehe. Achso, ja, solltest du mal in deinem Spielstand, geh einfach mal da hinten rein, das ist sehr witzig. So, ich wollte eigentlich bei mir im... Ich komme nicht rüber. Boomer knurrt. Boomer knurrt und Boomer markiert die Tiere. Die siehst du dann auch markiert, ne? Also Boomer ist eigentlich ein bisschen wie Schieten. Das ist ein Hühnchen? Ein Hühnchenfasan. Ich hab's, glaube ich, erwischt. Steffen macht's auf die brutale Tour. Also, natürlich, warum auch nicht. Das ist ein Traum, ein großer, großer Traum. Ich wollte nämlich die Quest für und von Grace Armstrong machen. Und hier ist noch ein Silo, was ich machen könnte. Grace klingt irgendwie ein bisschen männlich. Was machst du da gerade? Wir reisen mal. Ich habe gerade eben ein Auto befreit. Ein Auto befreit? Na, arme Zivilisten im Auto. Ach so, das ist natürlich gut. Während du dich langweilt hast. Nee, ich habe geguckt auf der Karte, was ich machen wollte. Wir müssen ja ein bisschen auch was tun hier und nicht nur rumalbern. Wie was tun? Das ist doch wie GTA. Ich kann doch ja tun und lassen, was ich möchte. Das ist auch richtig. Ich suche das Silo. Ich muss hier noch ein Silo kaputt machen. Ich glaube, das ist hier hinten. Das ist rechts auf dem Acker. Ich war ja auch schon. Ich muss sagen, ich kann manchmal die Silos, die zerstöre ich manchmal doppelt und dreifach, obwohl ich die schon... Ach ja, hier ist der Bulle, ne? Der Kucke mit der Kuh gleich Spaß hat. Ja. Und wieder haben sie Spaß. Da hinten ist ein Silo und das ist kaputt. Alter, Steffen, mach doch nicht die haben Tiere! Das ist ein Bulle, der ist böse, der ist rot. Also bei rot mir heißt ist, immer feindlich. Bei mir heißen die Bullen übrigens Bisons, ja. Kann ich nicht mehr plündern. Ich hab den aus Versehen Bison genannt. Guck mal, das ist ein Schwein! Silo gewesen. Ja, okay, weil das bei mir noch angezeigt wird als... Das ist kaputt. Ein kleines Schwein! So, wir gehen jetzt mal zu Grace. Der Steffen hat die Aufgabe tatsächlich... Oh, da hinten ist es. Hat diese Aufgabe tatsächlich schon gemacht. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. Ich hätte es ja witziger gefunden, wenn sie hier noch bei den Hühnern das so eingebaut hätten. Was passiert denn da hinten gerade schon wieder? Ist egal. Dass wenn man dann...
einen Huhn tötet, dass man entweder von den anderen Hühnern getötet wird oder... Ich schmeiß sie gerade mit Stein. Ja, ich merke schon, das ist Spaß. So, wir müssen da hinten hin. Ja, Grace eskaliert gerade schon. Grace ist die Scharfschütze, ne? Kann ich einfach schon schießen? Du kannst schießen, wie du willst. Ich mache immer eigentlich alles, leise, wenn es geht. Lol. Was hat sich das Auto bei dir auch gerade weggebeamt? Bei mir beamen sich sehr oft Sachen weg. Warte mal kurz. Hier war gerade ein Auto? Naja, das, war was weg. Das passiert ganz oft. Bei mir beamen sich auch Gegner oder Geiseln auf einmal weg. Oh Gott, ach, das war die Kuh, entschuldigt. Gott, da bin ich gerade erschrocken. Jetzt hat man mich bestimmt doppelt gehört. Ich habe nämlich selber doppelt gehört. Übrigens, ein Problem wird besser, wenn du es darauf immer wieder ansprichst. Das ist eine große Spezialität meinerseits. Auch tut mir leid zu sagen, damit. Der Nord Commander hatte mal sehr viel Spaß mit mir. Und wer hasst Hunde? Ach, die sind da hinten im Wald. Und tun mir gerade. Okay. Ah, hier ist ein Friedhof. Ein Friedhof. Diese Flugzeuge. Die sind wirklich nervig. Also gerade wenn man... Was ist denn hier los? Kann man hier rein? Nee. Ist einfach nur so ein... Also ich würde ja nicht zu nahe treten, aber sie sagt, du sollst hier hochkommen. Ja, ich bin das. Bleib ja ganz ruhig. Bleib doch mal alle ganz ruhig hier. Ich weiß, Grace, dass du da oben bist. Aber ich sehe gerade hier noch... Warte, ich würde schnell zu dem Schild. Ah ja, mein Anleger gefunden. Also ich glaube, Nord Commander meinte auch, dass ich den, dass es noch andere Flugplätze gibt, wo ich wahrscheinlich dann den Gyrokopter bekommen könnte. So. Ich wollte mir auch eigentlich ein MG holen, wegen den Flugzeugen, aber ich habe kein Geld. So, dann... Ach Gott. Oh, eine Karte. Sehr schön. So, jetzt reden wir mal mit der jungen Dame hier. Du scheinst Ärger zu mögen. Ich heiße Grace. Ich habe schon gehört, dass da jemand der Sekte das Leben schwer macht. Du hast ein gutes Timing. Siehst du die Gräber da unten? Da sind ein paar Kriegshelden begraben. Was? Nein! Jetzt hat die ihren Monolog hier abgebrochen. Vielleicht sollte ich mal hier rausgehen? Sag mal... Hast du auf die gezielt, oder was? Nein, wegen der Bombe. Der hat hier direkt die Bombe in den Kirchturm gejagt, deswegen hat sie aufgehört zu reden. Ja, laber einfach nochmal an, dann machst du da weiter. Ja, ich bin die Polizistin und sie redet nicht weiter. Sehr gut. Das Ding ist, der sagt immer bei mir, dass er Schaden nimmt und dann fliegt er, also der stürzt einfach nicht ab. Du bist gar nicht mehr im Turm, du lügst. Alter, was? Steffen macht das schon. Nicht wirklich. Nein. Deswegen hätte ich mir ein MG holen wollen. Soll ich Nick holen? Ja, der würde auf jeden Fall... Na warte, ich hol mal Nick. Ich gehe mal, lass mal Boomer entlassen. Und dann wählen wir Nick aus. Ach ja. Was war denn das? Eine Bombe. Ja, ich merke schon. Aber der Dings ist fast kaputt. Der Flieger. Wo ist sie denn? Grace, wo ist sie denn? Grace? Das ist Luftunterstützung im Anflug. Was machst du da unten, Mäuschen? Sag mal. Ja, ich helfe dir doch. Alles gut. Ja. So. Nick sollte das klären? Der kümmert sich. Oh, klar. So, Grace. Es wäre sehr nett, wenn du... Nee, Grace ist in einem Konflikt. Ey, ist das ätzend. Nimm mal so einen Außenposten ein. Ja, er stürzt ab. Oh, Träumchen, Nick. Ein Träumchen. Sehr gut. Hammer. So, Ruhe im Kopf hier. Bist du jetzt immer noch im Konflikt, meine Liebe? Nein, doch, bist du immer noch. Grace hat einen Konflikt. Hier unten ist ich hab hier auch gleich einen Konflikt. Ja, ich hab auch...
hier unten sind irgendwelche Leute und ich sehe sie nicht. Außer vielleicht der hier oben, der gleich explodieren wird. Oh Gott! Wo kommt der her? Ja, der ist die Leiter hochgeklettert. Du scheinst Ärger zu mögen. Oh Gott, sind jetzt wir jetzt soweit? Da sind ein paar Kriegshelden bekannt. Mein Dad ist einer von ihnen. Es ist schön, dass gar keine durcheinander funkt, ne? Die wollen unsere Geschichte auslöschen. Oh, sag dir gleich, von wem die Stimme ist. Und sprechen, damit wir aufgeben. Aber nicht solange ich hier bin. Solange ich noch atme, wird niemand das Grab von meinem Dad an. Okay. Ich bin eine gute Schützin, ja. Aber ich brauche Rückendeckung. Okay. Sie dürften gleich wieder da sein. Die sind schon die ganze Zeit... Weißt du, von wem das die Stimme ist? Das ist die schwarze Dienerin bei Django auf dem Hof von dem Weißen. Ah, okay. Nein, das ist eine typische, also ohne das jetzt rassistisch wirken zu lassen, eine typische schwarze Stimme. Von welcher Seite machst denn du, die da? Die kommen immer nur von einer Seite. Ach so, die kommen nur von einer Seite, das ist ja pieblig. Nick ist natürlich geil, ne? Also verteidigen müssen wir jetzt das Grab hier unten, ne? Ja, ich sehe, ich sehe. Oh. Warte, zieht er das Grab da hinten? Da ist er, tot. Da links kommen die nächsten. Ja. Okay. Wo sind denn die alle da? Die Straße! Was? Der ist nicht tot? Okay, der das. Oh, oh, ich beim Nachladen schießen. Was war das? Achso, das war Nick. Da grad her. Was ist das blaue Auge? Aber. Es kommen noch mehr aus Südosten. Hey, jetzt habe ich gerade eine Granate in dem Wurf. Oh, entschuldige. Die kommt von hier unten. Die sind dort unten. Müssen wir ein bisschen aufpassen. An der Straße ist jetzt einer mit so einem Tank. Mit so einem Tank, warte. Mit Bösen. Ja. Der ist halt ein Tank, ne? Der hält unglaublich viel aus. Zwei Schüsse nehmen, ich um genau zu sein. Ich hab Angst, dass die hinten hochkommen. Hier hinten ist nämlich einer. Nein, 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 doch nicht hochgehen. Nein, 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 nein. Oh, was ist denn das? Jetzt hänge ich hier in so einem Gegner drin. Ist auch geil. Was? Nick kriegt den Anflugwinkel nicht hin. Schäme dich, Nick. Schäme dich. Okay, ich hab keine Munition mehr. Der Straße ist wieder einer mit so einem. Ja, ich hab keine Munition mehr für meinen. Hier oben liegt hier noch. Muss nur über das Dach laufen. Huh? Tot. Hier unten ist auch noch einer. Tot. Die ist exploded. Jo. Sit, also ist Grace. Von wo? Ich glaube, das war's. Sprich mit Grace. Sprich mit, ja, sprich mit Grace. Wo ist sie denn? Unten steht sie. Olle Nick, wie er nebenbei immer funkt. Ein kleiner Sieg, aber der zählt auch. Ich schulde dir was. Nicht viele Leute hätten den Kopf für sowas hingehalten. Das bedeutet mir viel. Mein Dad sagte immer, solange wir aneinander glauben, gibt es noch Hoffnung. Wenn wir zusammenhalten und aufeinander aufpassen, kriegt die Sekte uns nicht klein. Keine Angst, ich werde jetzt nicht sentimental oder so. Na, zum Aber Glück. Wenn du jemals Hilfe brauchst, dann meld dich. Ich halte dir den Rücken frei. Alles klar, cool. Superb, wir haben Grace Armstrong. Sag mal, hat sie nicht, ist nicht auch die... Ein Tritt ins Wespennest. Oh, oh nein, oh Gott, nein, wir können... Ja, John Seed hatte ich noch... Oh oh. Deine Sünden zu büßen. Oh oh. Du darfst dich uns gerne anschließen. Schließlich sind sie ja auch nur deinetwegen hier. Oh oh. Das ist deine letzte Chance. Ja zu sagen, Deputy.
Die Entsühnung. Oh, oh. Hast du gelesen? Hast du mitbekommen? Ja, ne? Ja. Das mir wurde berichtet, dass die Sekte die Verteidigung in alle Außenposten im ganzen County verstärkt hat. Pass bloß auf! Ach du meine Güte, jetzt geht hier die Luzi ab, ne? Jetzt geht hier die Luzi... Ach, sie auf einmal... Ach so. Vielleicht hilfst du ja auch mir. Ich kenne sie schon, seit sie ein Kind war. Ehrlich, knochenhart. Alter, so viele Funksprüche. Und wahrscheinlich eine deutlich bessere Schützin. Die wird dir auf jeden Fall noch den Arsch retten. Ja, zum Glück Kalk Steffen, der da unten alles säubert. Wer ist sie denn hier? Was macht sie denn? Die Kultisten taufen immer Leute unten an der Sakristei. Ertränken trifft's wohl eher. Wir wollten sie ausschalten, wurden aber erwischt. Jetzt hat der Kult meine Leute geschnappt. Es sind so viele. Mit denen werde ich nicht fertig. Rette sie vor der Sekte. Dann bring sie zu einem Waffenversteck, das ich am Fluss angelegt habe. Exodus, eine Nähmission. Das ist ja ein großer, großer Traum. So, Moment, jetzt hat John meine Freunde nach Fort's End gebracht? Oder hat ja meine Freunde aus Fort's End gekidnappt? Oh, ich muss mal kurz Nick entlassen, ne? Der geht mir ein bisschen auf den Puffer. Der funkt ja auch immer gerne. Ja, okay, gern. Ich hab Hey, ich hab dir geholfen. Ich hab... Rennt ihm gerade so ein Hund hinterher und der beschwert sich, dass ich den erschossen habe. Den Hund? Ja, das halt, war ein netter Hund? Nee, das war ein böser Hund. Ach so. Steht übrigens ein Versorgungslaster, wenn du den noch öffnen willst. Ach ja, gerne. Es ist aber ein großer Traum. Ich bin hier, ich hatte 3 Funksprüche auf einmal. John, Dutch und, irgendwer anders hat mit mir geredet. Wo ist denn der Versorgungslaster? Du kannst ruhig einsteigen und da hinfahren. Dann kann ich hier ein bisschen ballern. Okay. Nach Fort's End. Ich hab auch den besten Radiosender. Soll ein Stück vorfahren? Dann kannst du mitschießen. Aber erschieß nicht Grace. Hey Boomer, was ist denn los? Alte Taus? Ich wollte Dreh eigentlich erschießen hier im Wald. Hallo? Geh doch. Hetze. Oh, was liegt da drin? Hilfe! Oh Gott, ich bin beinahe gerade erschlagen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Flammenwerfer habe ich schon. Habe ich schon. Hast du den? Ich hab den. Okay. Hier, du kannst vielleicht den nächsten befreien. Ach, so was vorbereitet. Tatsächlich habe ich sowas noch gar nicht gemacht, ne? Ich habe keinen Schweiß. Brenner, Boomer, was ist denn los? Du musst nur die Tür aufmachen. Hinten? Bin ich der Meinung, oder? Ach, ja, da, ich sah jetzt von alleine aus. Ach, ich habe das tatsächlich noch gar nicht gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also keine Gefangenentransporte. Ey. Du brauchst nur den Fahrer erschießen und dann easy. Ja, okay. Ich habe bis... Nee. War jetzt so, bis jetzt noch nicht. Fahr da hin und wir knallen hier die Kirche. Warte, die Kirche, warte. Ich muss mal ganz kurz weit gucken. Was war denn jetzt die Entsühnung? John Seed hat dich nach Fort's End eingeladen, um Entsühnung für deine Sünden zu erlangen. Begib dich zur Kirche, um zu sehen, was es damit auf sich hat. Das ist ja ein Traum. Möchte ich das denn? Möchte ich das wirklich? Wir können gerne was anderes machen, weil du hast das ja auch noch nicht gemacht. Nicht, dass ich dir jetzt da irgendwas... Ja, mir brauchst du hier nicht gehen. Mir ist das völlig Wurst. Dann wegnehmen. Naja, also wenn... Fort's End habe ich, glaube ich, zum Beispiel schon gemacht. Ja, aber du... Ja, das hat, du hast Fort's End gemacht, aber guck mal, ich bin jetzt... Du warst doch kurz davor, Johns Widerstandspunkte zu haben, ne? Ich habe die jetzt erreicht. Ich sag's nochmal, mir ist das völlig Wurst. Okay. Spiel's doch bei mir nochmal. Spiel's bei dir auch nochmal. Alles klar, warte mal. Was haben wir denn... Wollen wir kurz eine Nebenmission machen, weil die ist gleich hier unten. Die ist direkt hier unten. Lass mal eine Nebenmission machen. Oh, was schießt, ne? Ach, nur so. Achso, guck mal, Steffen, hier ist übrigens ein Stechapfel, glaube ich. Komm mal her. Ich glaube, das ist ein Stechapfel. Ist das ein Stechapfel? Ja. Ah, das ist ein Stechapfel. Hast du den jetzt genommen? Da war aber gar kein Apfel. Nee, Stechapfel ist ja auch kein Apfel. Kommst du mit? Warum heißt er dann Stechapfel? Wo willst du hin? Na, zu der Nähmission, die ich gerade angenommen habe. Achso. Ja, nein. Ich dachte, wir fahren mit dem Auto und zerschießen einfach alles. Nee. Ich finde sie gerade voll schön damit, wenn es so neblig und so ist. Ist das schon ziemlich geil. Sieht das schon... Oh, was ist denn da? Sieht ziemlich nice aus. Sehr nice. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Was haben wir hier? Ein bisschen Plündersachen. Mit dem Rucksack. Mensch, Stefan, haben wir eigentlich das letzte Mal irgendwas aufgenommen? Ja. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es dieses Wimmelspiel war, mit dem das äußerst schlechte dazu. Ach du Heilige, das war schon eine halbe Ewigkeit her. Ach, hier war ich schon mit Janosch? Halt,
Mit Janosch war ich hier schon. Guten Janosch. Hier sind, glaube ich, die 5 Leute. Müsste mal gucken. Na, ich habe Buma, müsste eigentlich. Was ich übrigens noch nicht erlebt habe, habt ihr das schon erlebt? Ich spiele ja auf schwer, ich spiele auf normal. Bei den anderen Far Cry-Teilen war das immer so, dass die auch die Geiseln erschossen haben, wenn man zu langsam war. Und das habe ich bis jetzt noch nicht wirklich erlebt. Doch, es war schon mal, wenn du zu lange gemacht hast, dass er die umgebracht hat. Okay. Gab es auch schon mal. Okay. Aber wo sind denn die jetzt? Eigentlich waren die noch mehr. 4 Leute sich bis jetzt. Einer steht unten, ja, und. Die habe ich markiert. Ja. Warte mal, wir machen das ganz easy, hätte ich gesagt. Sag an, wie wir. Also ich würde. Ich hätte sonst den getakedowned, der geht jetzt da weg. Aber wir können es auch mal auf die. Warte mal kurz. Hau drauf Methode machen. Oder wir lassen einfach. Hast du Fleisch überhaupt? Oh, danke, Bär. Hallo, ich kann die Sau ruhig jetzt. Oh nein, oh nein. Oh. Das war wieder typisch Annika. Erstmal die Seilrutsche runterfliegen. Den kannst du auch nur du ansprechen hier, ne? Ja. Hey, 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 hey. Warte. Ach, du nimmst hier eine Wurme. Das ist gut? Kann ich jetzt mit dir reden? Nein? Halb nackter Mann. Ein Bootsanleger, ne? Ich kann nicht mit ihm reden. Ey, ey, ey. Okay. Ja, okay. Es sind... Weiß nicht, hast du hier die Leute erschossen oder so? Ich habe nur den Whip da hinten erschossen. Nee, weil normalerweise sind hier 3 Leute und da steht jetzt da einer von 3. Das heißt, 2 Leute sind erschossen worden. Wir müssen den eskortieren. Deswegen. Ja, wir müssen den eskortieren. Warte, ich muss mir kurz die Karte hier noch holen. Hier ist noch eine Karte drin. Und hier ist noch irgendwas anderes. Was ist denn das? Ach, nicht, das ist die Waffe. Jagd, Wildschweinjagd. Wie gesagt, die müssen hier schon einen umgebracht haben. Hä, das ist aber super bescheuert. So, wo müssen wir den denn hin eskortieren? Ach, da oben. 1000 Kilometer weit. 1000 Kilometer weit. Achso, wir können denn? Jetzt müssen wir kurz auf die Karte gucken. Ach, sofort. Nee, hä? Nee. Das ist die Hauptstory. Nee, du musst die Mission mal anwählen. Warte. Sonst sehen wir das nicht. Na, warte, ich kann sie mal. Ich glaube, das war hier hinten irgendwo. Was die Exodus hier haben soll. Ja, da hinten. Guck mal, jetzt pinkel doch nicht das Auto an. Ich hab dich doch nicht so erzogen. Da kommen nämlich die Nächsten, oder? Wo wir jemanden befreien können. Oh, das ist ein Blitztyp. Auf die Gegner, die hier sind. Das ist ja keiner mehr, oder? Klar. Ach doch, tatsächlich. So, Boomer hat den einen. Ach, der Typ kommt sogar mit? Ja, klar. Also so richtig, also der macht doch die Sachen, die wir wollen. Das ist, wie komme ich denn hier rein? Gibt's hier einen Trick? Reinklettern? Kann ich nicht. Leertaste? Geht auch nicht, steht kein Klettern da. Okay, der Typ ist intelligenter als ich, das ist schon mal traurig. Ich komme immer nicht... Wenn der NPC klüger ist als Annika. Warte mal, nee, aber wirklich, ich habe keine Leertaste. Mein Partner wurde entdeckt, das ist aber wirklich blöde. So, jetzt nochmal. So, Versuch Nummer 2. Können da nur 2 Leute vielleicht rein? Vielleicht liegt es daran. Nein, die waren 5000. Du kannst doch einfach nur reinspringen. Warte mal, ich fahre mal an Land. Also ich kann nicht, ich habe keinen... Dann springst du einfach rein. Ich habe kein Klettern-Symbol. Spring einfach rein. Komm, Oma, wir müssen hier rein. Hui! Komm, schwimm hinterher. Boomer-Mäuschen. Oh Gott, wie die Leichen hin und her laufen. Guck mal, kann ich so schnell schwimmen? Was? Was war denn das? Ich glaub, ist ein Bär vor uns? Aber ich glaube, das bleibt wirklich daran. Mach den doch nicht so tot! Und dann? Na, mit Fein, da kriegst du auch mehr Zeug. Das ist übrigens ein Mythos. Das ist kein Mythos, das steht am Anfang da als Erklärung. Wie viel kriegst du denn mit 3 Stück? Fein? 3 Fälle. Oh nein, da mache ich mir jetzt die Mühe, 3 Stunden mit Pfeilen zu jagen, um ein Fell mehr rauszukriegen, oder was? Was heißt denn Stunden? Der ist mit Pfeilen ja auch sogar ganz
unschnell. Als ob der mit einem Fall tot wäre. Nee, der braucht schon 4, 5, 6, aber trotzdem. Genau. Also ja, ich bin jetzt eine Stunde, um 4, 5 Pfeile zu treffen. Na, warum denn nicht? Jetzt haben wir die trotzdem geschafft, obwohl wir nur einen Typen haben. Okay, wollen wir uns was kochen? Hier ist ein Topf. Wäre übrigens zu witzig, ne, wenn wir hier was kochen könnten. Aber ich glaube, das wäre dann schon wieder zu viel RPG-Lastigkeit. Puma, komm her. Ich würde sagen, da wir gleich die 30 Minuten erreicht haben und bevor wir hier noch irgendwelchen Unsinn machen, gucken wir in den Sonnenuntergang. Ich denke, das ist ein Sonnenuntergang. Echt? Meinst du? Oh, der hat ein Prepper-Versteck. Warte, warte. Hui. Hey, glaube ich nicht. Wir haben hinter dem Wasserfall bei der Deadman's Mill ein paar Sachen verstaut. Wenn du die Maschinen reparierst, die im Kampf mit der Sekte beschädigt wurden, kannst du das Wasser stoppen und per Kletterhaken zu ihnen runterkraxeln. Alles klar. Des Totenmanns Kiste. Das ist ja witzig. Ach ja, apropos Totenmanns. Ich wollte sagen, dass Grace Armstrong, die auch diese, hat die nicht die Synchronstimme von hier bei Fluch der Karibik, von dieser Voodoo-Tante? Ja, ist so. Wollte doch gerade sagen. Das die hieß... Ich weiß nicht, wie die heißt. Die. Warte, mir fällt es gleich ein. Die hieß... die hat so einen komischen Namen. Oh, achso, ich kann ja... Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt es mir noch ein. Alles klar. Dann würde ich sagen, beenden wir erstmal den Part. So, und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, wenn wir hier zusammen ein bisschen rumduddeln. Ich meine, die Option gibt's, also nutzen wir doch mal die Option. Das habe ich in den anderen Teilen nicht gemacht, tatsächlich. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Far Cry 5. Bis dann! Tschüsschen mit Küsschen!